Was, hast du nicht gesagt, dass du immer mit dem Roller darüber fährst? Ja. Wann bist du das letzte Mal wirklich zum Sport gegangen? Ab jetzt müssen sie leider den Hundekot nicht mehr in Plastiktüten sammeln, sondern sie müssen ihn direkt verspeisen. Mhm. Oh, ist aber sowas von. Ich komme nicht mehr hoch, was ist das denn? Nein, ich habe einen Punkt vergessen. Geradeaus aber. Nicht seitlich, sonst rutschst du runter. Ja, genau das. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder grandiose Action. Endlich mal wieder ein Zu-Fuß-Parcours im Modus Only Up. Natürlich wieder brutale Action mit Nugi und Deko. Wunderschön. Wunderschön. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Race-Footage-Juice. Herzlich willkommen zurück zu der geilen Map. Das Teil, wenn ihr gleich das Gerät seht, ne, das sieht schon so lecker aus, oder? That's what she said. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Digga, ja, wie hoch springt kann. Die, Alter? Krass, ey. Ja, also, Only Up ist ja wieder so ein Ding, ne? Das war schon immer sehr, sehr schwierig. Rage vorprogrammiert. Aber geil. Und man muss sich ja eigentlich nur konzentrieren. Man darf nicht YOLO unterwegs sein. Eigentlich musst du einfach. Geil, Waffen freigegeben, cool. Es geht los. Verkackt. Genau, Deko. Erst einmal den Schreibtisch auseinanderdrehen. Das ist immer gut. Ich habe meine Jalousien runtergelassen, weil mittlerweile der Sonnenstand wieder so tief war, dass es voll in mein Fenster gescheint hat. Oh, endlich wieder Sonne. Was los? Kein Grau und Grau mehr in Deutschland. Ja, es war viel zu kalt. Sonne bringt auch nicht viel, wenn es trotzdem nur 7 Grad sind. Ja, dann kann man geil spazieren gehen, Digga. Geiles Spaziergewetter war es. Mit dem Doggo macht das schon richtig. Ja, ist schon richtig geil, ey. Deko, wann warst du eigentlich das letzte Mal spazieren? So einfach wirklich spazieren. Ey, ich bin runtergefallen. Lol. Spazieren? Ja. Marvin auch. Wir gerade so. Was ist dieses Spazieren? Ich überlege gerade, weil ich letztes Mal spazieren war, aber ich weiß es nicht. Warst du überhaupt schon mal spazieren? Ja, ja. Okay. Vor 5 Jahren. So ein Standardding so fürs erste Date, ne? September, glaube ich. Krass. Schätze ich mal. Vielleicht war es auch schon Oktober, aber irgendwie so. Alle Hundebesitzer jetzt so Wut. Mitten aufs Fressbett. Aber Digga, du musst auch ab und zu mal so ein bisschen frische Luft dir ergeiern, oder nicht? Ja, du das gar nicht? Ich gehe ja mal raus, aber ich gehe ja nicht zum Spazieren raus. Nein. Also, sei denn, wir sagen jetzt, wenn ich zum Fitnessstudio gehe, dann sind die 10 Minuten auch spazieren. Nein, auf gar keinen Fall. Aha. Wenn dir mal wieder die Decke auf den Kopf fällt. Ey, aber warum ist zum Fitnessstudio gehen nicht spazieren, aber mit dem Hund Gassi gehen nicht spazieren? Ja, ganz Hund klar, weil... ja Minimum 3/4 Stunde draußen. Ich bin sogar mehr als eine Stunde draußen mit ihm jeden Morgen. Ja, erstens die Länge. Es hängt an der Länge, ja? Nö, also nicht nur die Länge. Erstens die Länge. Es hängt an der Länge, ja? Nö, also nicht nur die Länge. Das wird schon bei mir, ne? Weil ich nutze das auch für mich als Zeit, dass ich da runterkomme, dass ich meinen Podcast höre und ein bisschen runterkomme. Also ist natürlich geil, dass mein Hund das feiert, aber für mich ist das auch geil, wenn ich einen richtig stressigen Tag habe, einfach mal so ein bisschen runterkommen, Kopf freikriegen. Also, einfach mal Cock. Ich weiß nicht, ob du auch... Wo ist das Problem? Ob du ein bisschen abchillen kannst, wenn du... zum Training gehst. Also nutzt du die Zeit auch für dich selber so, um ein bisschen runterzukommen, oder ist das für dich so? Ja, also beim Training, das Training an sich halt, ne? Nein, der Weg dahin. Oh oh. Ja, dahin ist halt der Weg zum Training. Ja, also kommst du ein bisschen runter, hast du mal Zeit zu reflektieren, den Kopf reinzukriegen. Runterzugehen, ja. Weil dann, ja, wenn du da so ein bisschen schon runterkommst, dann kannst du es gerne für dich als Spazierengehen definieren. Aber wie lange. Ja. Aber hast du nicht gesagt, dass du immer mit dem Roller darüber fährst? Ja. Wann bist du das letzte Mal wirklich zum Sport gegangen? Oh, das war im Sommer. Digga, und er nimmt das als Beispiel, ey. Hallo! Ja, Alter, dann muss man ja auch nachfragen, ne? Okay. Ich hab by the way den ersten Punkt, second try. Ja, krass. Ich bin auch schon längst weiter. Leider, ehrlich? Ja, war doch überhaupt nicht schwer, Brudi. War ich jetzt der Erste hier, Alter.
Warte mal, hier? Wie komme ich denn hier weiter? Ich warte jetzt auf euch. Digga, warten. Jetzt will ich jetzt aber wissen, so in 365 Tagen, ja? Ja. Abgesehen von, ich würde schon sagen, abgesehen vom Sommer, wie häufig bist du zu Fuß zum Fitnessstudio gegangen? Nee, wenn es nicht Sommer ist, gar nicht. Also, warum soll ich zu Fuß ins Fitnessstudio gehen? Also gehst du nicht spazieren. Das wollte ich nicht. Also im Oktober auf jeden Fall, irgendwann hatte ich mal wieder ein erstes Date. Ja, auf jeden Fall. Das Standardspazieren ging eigentlich immer dabei. Bleib bei Verstand. Weiterdenken, Deko, weiterdenken. Aber ich muss richtig hart kacken, ey. Okay, der Klassiker. Ja, ich finde, also ich brauche es auf jeden Fall. Es gibt natürlich Leute, die das kein bisschen brauchen, aber wenn ich mal nicht mit dem kleinen Mann rausgehe, das lässt sich ja gut verbinden, dann fällt mir irgendwann die Decke auf den Kopf und ich drehe richtig durch. Den Bus durch? Auf den Bus draufsteigen. Ja. Da war ich auch gerade. Digga, dann bist du ja wirklich kurz vor hinter mir, ey. Kurz vor hinter mir? Ja. Ey. Oh, ja. Boah. Ey. Aber Nugi, ja, du bist ein Hundebesitzer, also ja, gehst wahrscheinlich nicht aus Jux und Dollerei nochmal spazieren, oder? Aber du hast doch so einen kleinen Hannes. Ja, der kann halt auch nicht so weiter. Also, ich wollte gerade sagen, das passt ganz gut. So? Wie lange kann der denn so? Also eine Stunde hält auf jeden Fall durch, aber ich gehe meist mit ihm eine halbe Stunde, drei, vier Stunden. Das Herrchen, so der Besitzer. Andersrum, wie das Herrchen, so der Hund. Digga, diese kleinen Spaghetti-Beinchen können wirklich so lange draußen sein? Fast eine Stunde? Krass. Ja. Hietet der dann auch immer so richtig von links nach rechts oder entspannt der? Er ist richtig so ein Gemütlicher. Er chillt sein Leben. Ich glaube, der wird bei mir auch immer fetter und fetter. Aber mich stört es nicht. Hauptsache, es geht ihm gut. Sehr schön. Er lächelt mich an. Aber Deko geht ja auch manchmal, Deko deswegen, also eigentlich ist deine Aussage falsch, weil du gehst ja auch mit deinen Katzen ab und zu spazieren, ne? Ich war gerade erst sogar Montag? Also mach dich mal nicht kleiner als du bist, also in deiner Hose ist schon kleiner. Ja, okay, stimmt, da war ich sogar auch. Ich hab einen richtig kleinen, ja. Fällt mir gerade ein, ich war so eine Stunde unterwegs mit den Katzen. Alter Schwede! Ist was über eine Dreiviertelstunde war ich unterwegs. Kurze Frage an die Muchachos, findet ihr das weird, wenn ihr draußen auf der Straße rumlauft und jemand geht mit seinen Katzen spazieren? Ich find's weird. Ich glaube, das ist so ein Ding, was erstmal wieder so ankommen muss. Wie wenn du dein Baby in so einem Tragerucksack oder so in so einem Tragetextil hast. Das war ja damals auch komplett random, aber. So ein Beutel? Es kommt dann mit der Zeit dann einfach. Und ich glaube, so ist das jetzt auch mit Katzen, Digga. Ich glaube, das kann ich mir in Zukunft vorstellen, dass das ein krasser Markt ist, wo man vielleicht. Wird. Ja, vielleicht kann man da ja so richtig heftig mal eine Marktlücke finden. Irgendwas für Katzen spazieren gehen mäßiges. Also auf jeden Fall habe ich unterwegs auch ein Pärchen getroffen, die unterwegs mit Kinderwagen. Und die haben sich ausgelacht. Sind direkt an meinen Katzen stehen geblieben. Echt? Oh, die sind aber schön, mit denen gehst du spazieren. Ist ja mega cool. Unsere ist Freigängerin. Wenn da irgendwer unterwegs Freigängerin? Ist, also die hatten auch eine Katze, aber die ist halt, die läuft halt draußen rum. Und wenn da irgendwer kommt, dann läuft die halt weg. Und Digga, ich so, ja, ich kann meine leider nicht rauslassen, weil meine sind zu zutraulich. Digga, Nami und Natsu hat da instantly bei denen so halb in den Kinderwagen reingeklettert, direkt streicheln lassen, Alter. Ich so, ja, also sie sehen es ja, wenn ich die frei laufen lassen würde, die wären sofort weg. Die kann man einfach einstecken. Die haben so keine Angst vor anderen Menschen, ne? Ich hätte eher Angst bei freilaufenden Katzen, dass sie einfach von einem Auto überfahren werden oder... das Risiko ist natürlich auch da. Unter einem Auto chillen, die verstecken sich ja meistens auch irgendwie unter Autos. Ja, oder, Natsu macht das immer. Oh mein Gott. Ich bin gerade, übrigens, da habe ich gerade verkackt hier. Warum? Weil ich da draufspringen wollte. Oh, ich habe den ersten Punkt, geil! Den ersten Punkt jetzt erst! Yes. Das wird aufgeholt, Alter. Alter Schwede, das war knapp, ey. Puh! Ich wollte mich nur mal drehen, ey. Nur noch mal kurz in die Welt kacken. Apropos Kacken. Aber ja, also wirklich, ne, die sind an uns vorbeigekommen, so. Ich hab dazu Nami alleine gehabt. Ich war ja auch schon mit denen spazieren, dass die quasi frei laufen konnten. Ja. Aber ich war jetzt das erste Mal dieses Jahr mit denen spazieren. Und das ist schon das erste Mal ein bisschen länger her. Deswegen hatte ich geht direkt wieder los, Lust, wieder direkt alleine zu gehen. Ohne alleine zu gehen. Haben die in die Wildnis gekackt? Kacken Katzen in die Wildnis? Nee. Oder? Also ja, ich glaube so Freigänger machen das schon. So. Aber da meinen ja sonst keine Freigänger sind so, die gehen halt zu Hause auf Klo. Ich kenne so eine richtige Einscheißer. Also meine Katzen gehen nicht spazieren, um zu kacken. Das hat auch einen Unterschied zu Hunden. So, ich gehe mit meinen Katzen nicht spazieren, dass sie irgendwie kacken gehen oder dass sie irgendwas, die gehen raus, um sich umzugucken. Ja, das machen Hunde Programm, aber auch. Die gehen ja nicht nur raus, um zu kacken, also bitte dich. Das ist Programm für die Katzen,
Es geht nur darum, was die Katzen wollen. Die Katzen wollen sich umgucken. Die Katzen wollen an jedem Busch stehen bleiben und 12-mal riechen. Also ich bin eigentlich in der einen Stunde, die ich draußen war, nur um einen Block gegangen. Ja, Alter. Es dauert halt einfach ewig. Also es sind nur noch zwei, damit ich unterwegs bin. Das ist. Ihr habt das mit dem Bus gemacht? Auf den Bus musst du draufklettern. Ah, okay. Muss dich so knapp vor die Tür stellen. Digga, ich finde diese Stelle hier brutal schwer. Digga, hab's geschafft. Ist er bei dir nicht in den Gleitmodus gegangen? Ich bin runtergesprungen. Gleitmodus? Warte, da wo... Aber du hast den Punkt. Diese, ja. diese Dominosteine da, diese blauen, orangen. Ich bin da runtergesprungen. Er ist instant in den falschen Modus gegangen. Boah. Wir standen doch da gerade beide, oder nicht? Nee, also ein weiter sogar noch. Also da jetzt kurz vor dem Punkt da, diese Dominosteine, so, diese Bausteine. Nein, da geht er bei mir immer in den Gleitmodus. Wenn ich springe... Gesprungen. Ja, hab ich auch versucht. Das ist bei mir richtig schön in den Gleitmodus gegangen. Bei mir ging's, weil ich eine miese Profi-Sprintmöwe bin, Alter. Na, checken wir mal. Also ja, dann gehe ich ja vielleicht doch ein bisschen spazieren. Und? Fühlt sich gut an, oder? Ist ganz okay, ja. Hab ich nichts gegen. Hast du auch schon so Freundschaften geschlossen? Naja, vielleicht mit dem einen alten Mann, den ich mal getroffen habe, ne? Der auch mit seiner Katze unterwegs war. Habt ihr Nummern ausgetauscht? Nee. Guck mal, Deko hier bei mir jetzt. Warte, ich sehe nichts. Okay, der hat funktioniert, komischerweise. Aha. Guck mal. Warte, ja. Guck mal. Ja, ich gucke. Muss man noch das blaue Ding? Oh ja, es hat funktioniert. Easy first try. Das ist easy, Alter. So, bei dem blauen Ding, wo ist Nugi da gerade? Können wir ihn da irgendwie supporten, Nugi? Ja. Brauchst du Support? Ich glaube, ich habe gerade einen Fallschirm gesehen. Mhm. Nugi, machst du eigentlich die Kacke von deinen Hunden weg? Ja, immer. Ich schwöre es. Sehr schön. Wirklich. So, ich muss wirklich sagen, zu 98% mache ich die Kacke weg. Manchmal kann ich die Kacke nicht wegmachen, wenn ich irgendwie beide Hände voll habe. Selbst dann mache ich die Kacke weg, Brudi. Ja? Ja. Wenn ich einkaufen war, links die Tasche, Digga, rechts Rucksack, irgendwie noch Hantel in der Hand, Digga, trotzdem wird die Scheiße weggesammelt. Nee, ja, das ist da, sehr vorbildlich. Da muss ich die leider liegen lassen. Es tut mir leid, aber... Nein! Ey, come on, Digga. Warum läufst du einfach weiter, du Visage-Ficker? Ich hab einfach nur einen Schritt nach einem Kletterscheiß nach oben gemacht, Alter. Der fängt einfach an zu laufen. Hallo, Deko. Bist du wieder bei mir, oder was? Ja, ich bin wieder bei dir. Aber mir ist das auch schon mal passiert, wenn es dunkel ist oder gerade im Herbst und die Kacke genau die Farbe hat des Laubs. Pudi, dann suche ich da ab und zu, weil ich lasse ihn ja auch freilaufen. Dann suche ich ihn da und dann finde ich die Scheiße ab und zu nicht. Ja. Das kommt bei mir mal vor. Ich habe bei mir relativ viele Leute. Ich habe ja hier bei mir quasi so eine Wiese vor der Haustür. Wo auch mal irgendwie so ein Zirkusdorf ist und sowas. Einfach eine etwas größere Wiese, aber jetzt nicht ein Riesenpark oder so. Da kackt Deko mal hin. Und da kackt Deko mal Scheiße. Ja, Digga, ich kack da häufiger hin, Alter. Und dann sind irgendwelche Leute mit den Hunden und die kacken da auch hin, aber die machen den Scheiß nicht weg. Ja, ich verstehe es auch nicht bei mir hier im Wald oder so, weißt du, oder... Im Wald mache ich es nicht weg. Echt nicht? Nee. Das ist für mich... immer weg. Aber wir haben jetzt auch den größten Stadtwald Europas, also das ist wirklich ein Wald. Und da jetzt eine Plastiktüte zu verwenden, um einfach so in der normalen Flora und Fauna, da wo die Rehe und Hasen hinscheißen... Ja, Fäkalien, Alter. Natürlich. Ist ja giftig für die Rehe. Giftig für die Rehe, weil die das essen oder was, Alter? Dieser Chaco, ey. Die schnuppern daran! Also ich glaube, in Alnriede haben wir nicht mehr Rehe. Da haben wir nur Wölfe. Das wäre krass, wenn wir hier Wölfe hätten. Nein, auf gar keinen Fall, oh mein Gott! Nein, muss ich auf diesen Baum, ja, ne? Ja, aber im Wald da sehe ich das jetzt ein. Schau, Deko. Ja, ich war auch schon mal überlegen, dass nicht klettern, Alter. Ey, bei mir auch nicht, ey! Ja, ciao, Marvin. Warte, ich kann so beides Geld mit. Beides geht nicht mehr. Nein. Wo ist denn Nugi eigentlich? Warte mal. Meine 5 Dollar. Der ist da unten irgendwo, ne? Da bist du doch, Nugi, Brudi. Beeil dich doch mal. Sorry, ich kann hier nichts. Du Hering, ey. Ich kann hier nichts. Ja, das ist schön zusammengefasst, Nugi. Ja. Schön zusammengefasst. Genauso wie Ares. Aber Ares kann nichts und hat keine Eier mitzumachen. Shots fired, Digga. Ja, aber ich muss ihn mal hier motivieren, dass er wieder zu Fußballkur mitmacht, der kleine Lachsnacken, ey. Der Beleidigung ist, glaube ich, immer die beste Motivation. Sagt mal nee. Weil zu Fußballkurs sagt Ares wirklich nee. Ah. Da ist Ares echt eine Pussy geworden. Der geht da sogar freiwillig, ne? Ja. Als Strafe kann er mal mitkommen und die ganze Zeit muss er den Harry-Code einsammeln. Ja, der Hunde Scheiße. Ey, ist das dein Ernst? Digga, wo? Alter. Wo ist er da durchgeglitscht?
Oh, ciao Marvin. Digga, das werde ich gleich zu dir auch nochmal sagen. Du verkackst hörst eh nochmal. Hörst du nicht, weil ich nicht mehr verkacke jetzt, ey. Digga, du wirst easy verkacken nochmal, bitte, ey. Easy werde ich gar nicht mehr verkacken, Alter. Kleiner, kleiner Lifehack. Dein Hate spornt mich an, ja? Wie immer. Kleiner Lifehack für alle Hundebesitzer. Statt Hundekotbeutel nehme ich Frühstücksbeutel. Sind die günstiger? Die sind günstiger, ja. Oh. Manchmal muss man da aufpassen, weil ich finde, diese Hundekottüten, die sind wirklich riesig, Digga. Also da, ja, da passt ein ganzes Schiff rein. Ja, da muss ja auch manchmal so ein Schäferhundhaufen mit reinpassen, ne? Genau, also wenn man einen Schäferhund hat oder einen größeren Hund, dann würde ich diesen Lifehack nicht weiterempfehlen. Ne, das wird nicht funktionieren. Sonst hat man die Hände voller Kaki. Das wäre schon geil, ey. Oh, ich hab noch Frühstückstüten dabei. Aber sonst geht das. War ich hier schon mal? Ich glaube, so weit war ich noch nicht. Also meine Hunde-Kacktüten, die habe ich von vom gelben A gekauft. Ah, okay, ja. Und da kostet eine Tüte 2 Cent. Okay, das ist aber wirklich schon sehr günstig. Ja, deswegen habe ich mir gesagt, egal, ich kaufe einfach die. Die sind auch schwarz, ne? Mit Marvin? Grauer Schrift drauf mit diesem A. Marvin, weißt du, wer der Punkt ist? Aber oh, ja. Yeah. Hallo? Ja. Aber sind Kacktüten eigentlich so ein bisschen dicker, dass man nicht so direkt so die Wärme und die Matschigkeit von der Scheiße? Das ist doch gerade das Geile, Digga. Die Wärme ist gerade das Geile. Ey, im Winter nutzt die Scheiße als Handwärmer, ey. Ehrlich? Ja. Ey, ich verkack hier noch, ey. Richtig eklig, Alter. Richtig dann packst du, dann nimmst du die Kacke auf in die Tüte und packst sie in deine Jackentasche und hältst dann so ein bisschen wie so ein Knick. Digga, der krasseste Winter. Alter. Der krasseste Winter. Ich nehme die Kacke und hab die dann so in der Hand. Ey, Junge. Ist nicht so, dass ich damit rumlaufe, aber bis zum nächsten Mülleimer. Wer mich bei der Hände damit, ja. Oh Gott. Digga. Das ist vollkommen normal bei Hundebesitzern. Ich weiß gar nicht, also was wirklich so lacht. Ich muss sagen, ich bin sehr froh deswegen. Das ist einer der Hauptgründe, weshalb ich mir eine Katzen geholt habe. Weil ich einfach keinen Bock hatte auf das Kacke aufsammeln. Ja, Alter. Also, ne, auch das tägliche Spazieren gehen. Musst du auch die Kacke wegmachen. Was machst du mit Windeln? Ey, Digga, ja, das ist eine andere Sache. Toll. Das tut da Not. Du musst die Kacke ja nicht essen, Bro. Hauptsache, denkt man, muss die Kacke irgendwie so, es gibt dann so eine neue Verordnung. Warum springt der denn nicht? Ab jetzt müssen sie leider den Hundekot nicht mehr in Plastiktüten sammeln, sondern sie müssen ihn direkt verspeisen. Also, wirklich der Hauptgrund, also erstmal, ich wollte sowieso schon mal eine Katze haben, weil ich mit Hunden aufgewachsen bin. Hunde waren langweilig für mich. Aber daneben war auf jeden Fall auch einer der Hauptgründe, das Gassi gehen. Jeden Tag eine Stunde oder sowas, eigentlich sogar noch länger, hätte ich keinen Bock drauf. Mehr noch, du musst nur dreimal am Tag Minimum raus. Ja. Und dann, wir gehen viermal. Und dann das Kacke wieder einsammeln. So, wenn ich auf dem Land wohne wieder irgendwann, dann ist noch eine andere Geschichte. Dann einfach im Garten, ich einen Garten, der groß genug ist. Aber so, Alter, hey, gar kein Schirm. Ich kann nicht mehr. Dieser Punkt macht mich fertig, Alter. Selbst Nugi ist wieder hier. Selbst Nugi ist da. Ich kann nicht mehr. Schluck, Alter. Ich nehme mir Sachen mit, Digga, die habe ich vorher noch nie mitbekommen. Auch gerade hier bei dem grünen Container. Wenn man einfach nur gegen den Container läuft, rutscht man einfach runter, Digga. Was? Nee. Doch. Hast du einfach nicht mitbekommen. Von dieser Laterne, oder was? Ja. Nee. Beim ersten Try bin ich draufgesprungen, bin fast rübergesprungen, weil ich gar nicht gecheckt habe, dass es die gleiche Höhe ist. Das ist nicht die gleiche Höhe, das ist so eingebuggt. Nein, das ist so eingebuggt. Ja, aber du läufst in der Luft auf dem Laternenteil. Du läufst nicht auf dem Boden gegen den Container, sondern du läufst auf den Container drauf. Auf jeden Fall kann man da auch verkacken. Also, ich hab jetzt alles, glaube ich, schon mitgenommen, wo man verkacken kann. Digga, aber hier, apropos Kaki nochmal. Ich muss mich jetzt wieder beeilen, ey. Das heißt, ich darf nicht beeilen. Nugi, wie groß ist der Haufen von deinem Hund? Ultra klein. In Relation zu Körpergröße. Digga, manchmal sind das so kleine Erbsen, also die sagen, bei meinem Hund rausgehen. Schneid dir deinen Zeigefinger ab und das ist so die Kacke. Okay. Also das, sind schon die krassesten Haufen, oder wie? Die krassesten sind zwei Finger. Also zwei Finger lang. Und das hin? Ja. Aber normalerweise ist das immer so ein Finger Maximum und dann vielleicht nochmal nur einen halben Finger. Digga, Hauptsache, Nugi bewertet die Größe in Fingern, Digga, das finde ich auch geil. Das habe ich auch noch nie gehört. Ja, aber jetzt, also so kann ich mir das vorstellen, oder? Das ist schon ziemlich ehrlich eigentlich. Ey, das geht nicht, das ist doch scheiße, Mann. Digga, warum machen wir schon wieder so einen Zu-Fuß-Parcours? Was war deine Idee, Junge? Digga, ich sammle meine 5 Euro wieder ein. Digga, das ist so todesrandom, Alter.
Oh. Da hinten vor dem grünen rutscht da runter, ne? Loser. Martin? Marvin? Was? Alter. Vor dem grünen Ding rutscht da runter, ne? Nee. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich überall vor dem schon grünen Container. Habe. Nee. Ich war doch gerade schon eigentlich am Ziel. Wie konnte ich denn da noch verkacken? Okay, krass. Bei mir ist er einfach runtergerutscht. Ja, wie gesagt, Deko hat da Sachen mit. Also ich bin einfach gerade rübergegangen. Also ich bin halt gegangen, nicht gelaufen. Hm. Ich konnte einfach. Das ist ja auch, wie gesagt, bei mir war es eine Höhe. Ja. Nein, nein. Ich würde da springen. Also ich würde da nicht springen, weil bei mir, ich habe das erste Mal bin ich gesprungen und habe dann gecheckt, dass du auf der gleichen Höhe bist wie der Container. Springst du fast rüber. Okay, wild. Der ist jetzt brutal. Gegangen. Der ist jetzt brutal hier. Das würde ich sagen, ist mit der schwierigste. Ja. Oh. Ja, der war böse, ja. Oh, wie habe ich denn gerade noch hier verkackt? Warte mal, da. Ach stimmt, der ist einfach runtergerannt, Digga. Er ist bei mir da einfach runtergerannt. Genau das hast du mir auch. Beim Hochklettern auf die Sandsäcke einfach hat angefangen zu laufen. Oh. Als ich oben war. Genau da. Hochklettert und jetzt da weiter einfach gerade ausgelaufen. Leute? Ja, hab ich's. Also, ich nutze hier sehr, sehr häufig die Schleichentaste, ne? Ich die ganzen Sprünge, Alter, immer schleichen durchschmettern. Ja. Oh, bitte. Nur noch da hoch, ne? Ey. Nugi, Digga, wir sind's in der Hölle, ey. Nein. Oh, ist aber sowas von. Ich komm hier nicht mehr hoch, was ist das denn? Nein, ich hab einen Punkt vergessen. Lol. Ja. Ich komm nicht mehr zurück dahin. Nein, ich hab verkackt. Ja, ich würde sagen, alles von unten, ne? Ey, beim Booster war ein Punkt. Ich hab den Punkt vergessen. Darf ich zurückspringen und versuchen mit dem Fallschirm da irgendwie da hinzukommen, dass ich nicht alles von vorne machen muss? Digga, mach was du willst. Mach ich auch. Die doch den Fall. Ey. Nein, ich hab. Stirbt, ey, Alter. Ich hab auch verkackt. Ey. Stirbt, Alter. Ey, ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr, ey. Aber ich muss sagen, es baut mich jetzt gerade ein bisschen auf, dass Marvin auch verkackt hat. Digga, sonst wäre ich jetzt wieder bei dir gewesen, Alter. Ich tue es jetzt geschafft und. Ich nicht, dann wäre ich wieder bei dir gewesen und ich war schon einfach dreimal durch den Punkt durch und war schon 12 Kilometer weiter. Ich kann nicht mehr, warum? Ey, dass da eiskalt ein Punkt war, ne? Ey. Tja, das ist asozial, ey. Scheiß Sprünge hier, wo ich immer verkacke. Hä? Oh. Wie ist das bei dem Nippel, hier muss man rüber, ne? Da muss einfach nur rübergehen. Oh. Nur rübergehen jetzt. Achso, links vorbei. Digga, geht auch links vorbei. Oh, ich bin von rüber gesprungen. Und jetzt einfach gehen. Einfach nur gehen. Geradeaus aber. Nicht seitlich, sonst rutschst du runter. Ja, genau das. Das habe ich zu Dicke auch gesagt. Nein, da rutscht man nicht runter. Also ich bin nicht runtergerutscht. Ja. Da kann dir Nugi auch was dazu sagen. Ich glaube, Nugi ist auch nicht runtergerutscht, oder? Hast du irgendwas falsch gemacht? Nee, ich bin gestolpert. Oh Mann, ey. Wir zocken bitte nie wieder sowas, ey. Nie wieder. Also ich muss sagen, mir macht's Bock. Also only ja, weil du vorne Autos bist. Aber geil. Weil du die ganze Randomness nicht mitnimmst, weil du die ganze Zeit rummeckerst, das finde ich auch gut. Du hast den ganzen Scheiß aber nicht mitbekommen, ey. Komm mal zurück. Hab ich wohl, Junge! Ich setz dich gleich wieder einen Punkt zurück, ey. Du darfst den Scheiß nochmal machen. Kannst du hier den ganzen Bums mitnehmen. Ja, aber du hier First Try machen, schubst doch nicht. Bing. Ein Fall. Ja. Nein! Ey, ja. Digga, fick mich! Weil du die ganze Zeit rummeckerst, das finde ich auch gut. Oh, es gibt mir irgendwie so ein bisschen Kraft, wenn Nugi verkackt, muss ich sagen. Nein! Du Mieser! Digga, Nugi einfach so richtig perplex, warum Marvin so fertig macht, Alter, und dann verkackt er auch noch dabei. Der ist wirklich wieder unten. Ich dachte, das war ein Troll, Digga, geil. Digga, ich kletter jetzt aber oben auf den, Bus hoch und springe von da, weil das ist mir sicherer. Ne? Oh. Digga, hier war ich gerade schon. Nicht nochmal verkacken hier, bitte. Nein. Wo ist hier mehr? Oh, ey, Junge, dass ich an diesem Punkt gerade einfach vorbeigelaufen bin, Alter. Fick mein Arschloch, ey. Oh, ey, ich war schon da oben irgendwo, ne? Oh, ich bin, glaube ich, weiter. Hey. Ja, Digga, ich bin wieder bei dir gleich. Ja, bitte. Nein, bist ja. du nicht. Ich hab jetzt den nächsten Punkt. Oh yeah, Deko. Daddy's on the run. Na, hast du schon Angst in deiner Hose? Du hast keine Ahnung, was dich da noch erwartet jetzt. Hast du ein bisschen Angst in deiner Hose? Brauchst du auch einen Frühstücksbeutel? Ein Frühstücksbeutel nennst du das? Ja, weil du damit deine Kacke aufsammeln kannst. Na, möchtest du ein kleines Lunchpaket? Weil du das frühstückst.
Marvin, hey, wieso, ey, er springt wieso, ey, hat das bei dir auch gemacht? Er springt einfach nicht, Digga. Alter, schluck einfach, Marvin, schluck. Digga, warum springt er da nicht? Ey, wie soll das denn jetzt gehen? Nicht von da aus da hoch? Versag, Digga, versag einfach nur. Wow, Digga, springt echt merkwürdig hier, muss ich sagen. Komm ich von da hoch? Ja. Nein. Meine Schenke fest. Oh, wieder von vorne, ey. Oh, ich habe aber Angst gerade auf diesem Bauteil, weil da springt da ganz, ganz merkwürdig, wenn nicht sogar gar nicht, ey. Oh, Digga, jetzt stecke ich hier im Stoppschild fest, oder was? Respawn. Ja. Bitte, respawn, ja. Respawn. Da. Hä, aber normalerweise kann man aus dem Stoppschild immer rauslaufen. Ja. Diesmal nicht. Und diesmal scheinbar funktioniert das nicht, Digga. Hast wohl Kaugummi unterm Schuh. Aber ich würde respawn. Ja, ich muss auch respawn. Ja, das kann doch nicht dein Scheiß ernst sein, Alter. Das ist doch... Marvin, ist er nicht gesprungen, Er springt wirklich scheiße. Wie sich Nugi da hinten freut, Digga. Komm erstmal nach oben hier, du Nugi. Was willst du denn? Ich kann schon deinen Angstschweiß riechen. Du kannst ihn auch fühlen. Das, also mein Problem ist jetzt, dass du nicht weißt, wie ich da weiterkommen soll. Digga, mein Problem ist, dass er einfach auf diesen verkehrt herum Autos einfach nicht springt. Digga, das ist so... Ey! Und dann musst du doch aufpassen, wenn du springen willst, weil die Autos so aufgestellt sind und sowas. Du musst dir die höchste Stelle suchen von dem Auto, um dann rüberzukommen. Aber hört ihr das? Ich spamme die Nein, er ist wirklich hier. Digga, er ist wirklich hier, Digga, er ist wirklich hier. Digga, wie schlecht. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Wie schlecht bin ich bitte, dass Nugi hier bei mir ist. Wobei, zu Fußparcours war Nugi schon immer N1, Digga. Da komme ich doch nicht da hoch, oder? Also hat er das Gefühl einfach. Oh, Nugi, bitte, mach es einfach wahr. Und sag mir bitte, dass du auch Probleme hast da hinten, dass er nicht springt. Bitte sag es mir einfach. Wo hier? Damit ich wieder. Nein, hier ist alles easy, Digga. Hier macht alles, was man will. Aber auf diesen Autos. Ich habe keine Ahnung warum, aber da. Als wenn er wirklich auf Teer chillt hier. Hier, ab hier jetzt. Okay, warte. Ich muss es testen, mitgenommen. Keine Ahnung. Ich spring nicht einfach runter, ey, Deko, beende das doch jetzt einfach. Beende es bitte einfach. Ey. Ich würde dir den Gefallen sehr... Nein, Mann. Sehr gerne, Digga, tun. Wenn du nicht gleich beendest, dann tryhard dich nach vorne und mach dich vorm Ziel nochmal platt. Also tryhard es schön nach vorne. Oh. Ja, ich komm los, spring doch rüber, du Lappen. So, jetzt. Nein, Lol. Digga, er geht wieder runter. Er geht wieder runter. Ich lass dich nach oben kommen. Okay, dann hast du verkackt. Okay. Ich glaube, so muss man es wirklich machen. So. Wie? Er springt wirklich nicht. Er springt nicht, ne? Sag ich doch. Es ist so random, Alter. Es ist so todesrandom. Hast du, glaube ich, auch gehört, ne? Ja. Du musst stehen bleiben. Am Rand stehen bleiben und dann einmal springen. Okay. Das funktioniert. Digga, dass Deko diesen Punkt da wirklich vergessen hat, Digga. Wie konnte er den Punkt da vergessen, ey? Krass. Beim Bus den oder was? Ja. Ja, der ist auch riesengroß. Digga, wie konntest du den nicht sehen, Digga, ich war halt im Bus, Alter, bin einfach weitergegangen. Das hat nichts. Und jetzt rasiere ich dich, Deko, Digga. Jetzt rasiere ich dich. Ich komme nicht weiter. Du hast immer nicht gerespawnt. Ich komme nicht weiter. Nein, ich bin schon gerespawnt und wieder neu hingelaufen. Ich komme aber nicht da hoch. Man kann doch nicht zu Fuß aufs Stoppschild draufklettern, oder? Nee. Also, und ich kann da nicht hochklettern, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Digga. Nein! Geht nicht. Also auf Stoppschild drauf kommt man auf gar keinen Fall. Ja, und guck mal, hier ist diese rote, rot-schwarze Plattform vor mir. Aber ich kann nicht klettern. Ist zu weit weg. Warte da. Ach so. Ey. Boah, keiner muss ich mir anschauen. Warte da. Nur, ich könnte auf das Gebäude hier gehen und die Leiter hochklettern, dann wäre ich auch beim Ziel. Punkt. Aber mit der Technik ging's. Also, warte mal, hier. Der Punkt ist aber oben, ne? Kannst du noch weiter da hinten lang gehen? Warte mal. Musst du hier hin? Also, wenn man es nicht so macht, dann kommst du nicht mehr raus, Mann. Wenn du im Stoppschild drin bist, so gefickt. Ein bisschen, Digga. Doch.
Also falls ganz, ich glaube, auf dem Fahrrad schaffst du es, weil du natürlich mal. Wie? Draußen. Oh, ja. Und jetzt die Frage. Muss man vielleicht. Nee. Also eigentlich, gesagt, eigentlich muss es so gehen, wo ich hier bin. Ans Auto ran und dann. Lass mich da mal hin. Taste drücken, ne? Ich stehe ja schon ganz auf der Ecke, mein einer Fuß sogar noch vom Teil runter. Also weiter vorne als ich stehe, kannst du gar nicht stehen. Er springt nicht, Marvin. Ich baller die ganze Zeit Leertaste durch. Ich versuche die ganze Zeit zu klettern, wenn das Ding hier ist. Dann baller ich so ein bisschen nach oben und jetzt kletter ich, aber ich bin auch zu weit hinten noch. Nee, er will bei mir auch nicht springen. Hä, bei mir hat das funktioniert, Nogi. Im Schleichmodus und dann nach vorne springen. Ja, habe ich. Aber. Selbst im Schleichen macht das nicht und auch ohne Schleichen macht das nicht. Teste mal, ob ich hier irgendwas beim Stoppschild machen kann. Ah, warte mal. Wir sind doch hier weiter oben. Vielleicht können wir dadurch draufklettern, Deko. Die Rampe geht ja hier nach oben. Ah, oh, lol. Man muss. Ah. Ey, das ist okay. Viel zu hoch. Da muss man stehen. Merkwürdig. Nein! Das siehst du das, Marvin? Ich flieg grad nach oben. Da! Ja, wie? Siehst du mich? Ja. Wie? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ist geil. Ich hab mich da vorne in die Ecke gestellt. Aber, also ich kann mich, ich glaube, wenn ich mich bewege, dann falle ich aufs Maul. Lol. Aber ich bin gleich auf der Höhe hier. Oh, das sieht gut aus bei mir, glaube ich. Guck mal. Hier. Und der gerade Kletter. Hier, guck mal. Ja, aber. Also, du müsstest klettern, wenn er nach hinten fährt. Warum? Alter, du hast es gleich geschafft. Bist du gleich komplett oben? Ja, aber ich weiß nicht, was ich mache. Also ich versuche es gleich, wenn ich auch ein bisschen höher bin, zu springen und dann vielleicht drauf zu kommen. Weil ich habe Angst, dass wenn ich mich bewege, dass ich einfach runterfalle, straight. Eigentlich kannst du das knicken, weil du halt während der Kletteranimation fährst, hast du nach vorne und dann bist du halt nicht drauf. Nee. Ich habe mich bewegt und bin sofort einfach nur straight runtergefallen. Also ihr könnt auf jeden Fall rein. Ja, du bist ja jetzt hier. Oh. Nugi ist da! Geil. Nugi! Yeah. Vergiss den Punkt nicht, Nugi, ne? Bitte? Vergiss den Punkt nicht. Ja, nee, den hast du vergessen? Ja. Egal. Oh, ja. Ich weiß nicht, wie man den vergessen kann, aber ja. Den hat Deko vergessen. Was? Ihr habt ja auch nur mitgenommen, weil ich euch gesagt habe, ja, dass ihr vergessen ganz, habe. Ja, genau. Also der ist nicht gesehen. Offensichtlich gewesen. Wollte gerade sagen, dass... Nein! Ich hab verkackt, Deko. Ich hab verkackt. Das ist auch gar nicht so schwierig. Voll. Aber du wirst auch verkacken. Ja, ich geh jetzt zur Leiter auf jeden Fall. Ja, wo ist Nugi jetzt? Ich dachte, er ist. Hinter dir. Okay, dann schaffen wir es hier alle gemeinsam ins Ziel, oder? Jeder hat jetzt noch diesen einen Try. Jetzt wird getryhardet, komm. Nee, ich bin Erster. Nee, jetzt wird getryhardet, Bruder. Ey! Digga, ich geh außen lang, Alter. Ich schleiche. Warum fällt er runter? Und jetzt muss ich auch außen rum. Also, ich laufe immer gegen das Stoppschild gegen, ne? So. Ja, hab ich auch gemacht. Genau so lassen wir auch aus. Okay, das passiert aber, ich habe den Fehler entdeckt. Das passiert, wenn du auf einer Stelle stehen bleibst. Du musst trotzdem nach vorne gehen. Ich hab das jetzt. Nicht. Passiert das eigentlich? Mir ist er runtergefallen, als das Stoppschild in die andere Richtung gewechselt hat wieder. Also eigentlich ist das safe. Während ich gegangen bin, ich bin nicht stehen geblieben. Wie gesagt, einfach ins Ziel ballern, ne? Ja, ich versuch's. Digga, ich bin jetzt wieder im Stoppschild drin. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier wieder irgendwie rauskomme, ey. Und am Ende gewinnt Nugi, Digga. Am Ende gewinnt Nugi. Und ich hänge immer noch im Stoppschild fest. Ja, wo bist du denn jetzt lang? Links. Lass Daddy vor. Daddy. Nee, ich will vor. Digga, lass mich hier aus dem scheiß Stoppschild raus, Junge! Oh, bin ich auch drin? Ey, wieso ist Nugi einfach durchgelaufen? Nein! Ey. Oh, doch. Ja, das ist richtig. Ey, Digga. Und ich ciao. Nugi wird. Nugi wird eh verkacken. Nugi wird eh verkacken. Nein. das ist Verarsche. Oh, Deko hat's auch? Nein, Deko! Nein, Deko hat es. Nein. Aber ist auch da. Nein. Ja. Nein. Okay, Deko, du darfst kommen. Er hat es wirklich? Ja, natürlich. Nein! Das ist alles offen gewesen. Deko! Ihr miesen Lachslutscher, Alter. Kommen Sie! Dass ihr versucht, mir das hier abstreitig zu machen, Marvin, du Ficker.
Ey, du Mieser! ihr seid so schlechte Menschen, Alter. Seid ihr nicht in den Troll da reingeballert? Doch, ich nicht. Die Leiter, die nach unten geht? Ja, genau. Ja, ich bin direkt da runter. Ich so, nein, das kann nicht wahr sein. Digga, ich frag mich so, hä, was soll da für eine Falle sein? Und als ich hochgekommen bin, hab ich das gesehen, dachte mir so, ah, ja, okay. Nein, die alte Silberfalle. Nein. Ich bin direkt rein. Aber er hatte links alles offen. Also er hätte es auf jeden Fall zumachen können. Dann hätte man nochmal... Ich hab da gespawnt. Das ist doch unehre in euer Gesicht, dass ich jetzt letzter geworden bin. Ja, wir haben doch gesagt, wir ballern nach vorne. Hey, du hast doch deine Chance. War eine schöne, geile Map. Hey, natürlich. Nee. Also, das Ding da, ja. Also, Maximus, vielen, vielen Dank für diese Map. Aber das Ende war wirklich abgrundtief komisch, ey. Aber ansonsten fand ich es cool. Ich hätte gerne mehr von diesen Maps. Ich will mehr zur Fußparkour. Nein, auf gar keinen Fall. Doch. Auf gar keinen Fall. Und diesmal war es sogar ein richtig fairer Only-Up, weil zwischendurch Speicherpunkte waren. Ja, das war wirklich top. Das war cool. Also, eigentlich war es gar kein richtiger Only-Up. Hey, wären da keine Speicherpunkte, dann wäre ich nach 10 Minuten wahrscheinlich geragequittet. Muchachos, Daumen nach oben ballern. Dankeschön, dass ihr dabei seid, ne? Bis deine Antenne reingehauen. Ciao, ciao. Nein, ich habe einen Punkt vergessen. Hast du ein bisschen Angst in deiner Hose?